Da hat's geklappt. Gar nicht so übel. So, den Jungen mal ausschalten. Und mal schauen, wo er dann mit uns hinfährt. Ja, da sind wir tatsächlich da gelandet, oben auf dem Deck des großen Frachters. So, jetzt können wir auch erkennen, dass es in Wirklichkeit ein riesiger Landeplatz ist. Und wenn man einmal da oben war, dann sollte man es auch ein zweites Mal schaffen.